Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Folge 17 mittlerweile. Das ist natürlich schon ganz schön ordentlich. Und die 17 muss natürlich gebührend gefeiert werden mit einem frischen Fisch. Ich glaube, der ist sogar tatsächlich Fisch. Ja. Wie man vielleicht sehen kann. Die Videoqualität müsste sich etwas verbessert haben. Ich habe nämlich einen neuen Codec vorbereitet oder halt herausgetestet, womit das Ganze jetzt noch etwas besser aussehen müsste und vor allen Dingen farbgetreuer. Das hat mir alles selber nicht so richtig gefallen, deswegen habe ich mich da jetzt einfach mal rangesetzt und mich damit beschäftigt. Na komm her, du kleiner Lurch. Und jetzt müsste es eigentlich alles besser aussehen. Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, es gibt mittlerweile wieder eine neue Version von The Forest. Das heißt, wir werden demnächst auch mal upgraden. Ob das gut ist, das weiß ich noch nicht. Das kannst du mal schließen. Das werden wir dann sehen. Ich habe bloß Angst, dass es so ist wie in früheren Upgrades von The Forest, dass halt einfach die kompletten Spielstände weg sind. Das gilt es zu vermeiden, deswegen habe ich noch nicht geupdatet. Ich wollte das erstmal ansprechen. Und wahrscheinlich ist jetzt schon alles verbrannt, weil ich es total vergessen habe. Oh nein, das Feuer ist noch aus. Das ist irgendwie interessant. Ja, das wollte ich jetzt nochmal schnell ansprechen. Also, wir werden demnächst wahrscheinlich auf die nächste Version wechseln. Halt mit der Gefahr, dass es dann nicht mehr unseren alten Spielstand gibt. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich noch machen wollte, aber ich habe gerade voll Bock, ein Baumhaus zu bauen. Sofern ich das hier finde. Hier. Eins von denen. Das hier, weil das weniger verbraucht. Einfach hier so ran an diesen riesen Stamm. Das fände ich irgendwie voll cool. Hier so neben die Hütte. So. Ausgezeichnet. So, dann brauchen wir jetzt nur eine ganze Menge Stöcker. Und ich finde es immer noch mega cool, wenn man mit. Ah, wir haben Panzer. Warte mal, dann baue ich jetzt auch nochmal schnell so einen Wasserkollektor. Wenn man mit. Jetzt sind hier auch noch so viele Federn, Mann. Die lassen mich alle gar nicht ausreden. Das ist hier voll gemein. Ich fände es immer noch cool, wenn man mit der Axt dann ganze Baumstämme zerhacken könnte. Und dann letztendlich zu kleinen Stickies machen könnte. Das fände ich voll cool. Ist aber leider nicht drin, ne? Und ich weiß nicht, ob sie das vorhaben, die Entwickler. Aber das wäre so eine Sache, die ich mir wünschen würde für die Zukunft. Wer weiß, vielleicht ist es ja sogar im nächsten Update drinne. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber man darf ja träumen. Also, glaube ich. Hoffe ich. Ja. Ich baue erstmal den Water Collector fertig. Weil wir im Moment etwas viel Durst haben. Und sonst wieder verdursten. Obwohl, wir haben ja auch noch ein paar Sodas. Also sollte das auch nicht das Problem sein. Aber man weiß ja nie. Außerdem weiß man nie, wann es hier regnet. Also sollte das Ding ruhig schon mal fertig sein. Hier ist ein Lurch auf dem Baumstamm. Den können wir uns jetzt auch noch braten, weil wir irgendwie immer noch Hunger haben. Weiß gar nicht wieso. Scheinbar sind die Fische nicht so nahrhaft. Ehe das da getrocknet ist, wird wahrscheinlich eine extreme Weile dauern. Wie lange das jetzt genau dauert, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke, das wird ein bisschen was dauern. Und ich habe mir gerade eben gedacht, erstaunlicherweise sind wir so lange allein, aber irgendwie scheint es das gerade ergeben zu haben. Lasst mich in Ruhe, ich will essen. Lasst mich. Pass mal auf, ich will das Ding hier nicht umsonst gebaut haben.
Hä? Ziel doch mal. Kann man damit nicht zielen? Ach so, man muss so. Okay. Bleib doch mal ein bisschen. Hat die das jetzt nicht getroffen, oder? Das stört die gar nicht. Wie kann man denn Pfeile anzünden? Das ging doch mal. Bleib doch jetzt mal stehen. Hä? Wie zur Hölle war das denn? Ich zünde jetzt mal die Fackel da an. Dann geht's hier nämlich auch nicht so gut. Jetzt haben wir zwar leider unser schönes Lichtständchen verloren, aber das baue ich dann auch gleich mal wieder hin. Ja. Alter, jetzt ist aber langsam echt mal gut, Mensch. Gut, Mensch. Das neue Lied. Gibt's tatsächlich? Alter, jetzt reicht's mir aber mit der alten, ey. Langsam. Ist aber auch mal gut hier. Scheiße. Setzt sich da auch noch auf den Baum, ey. Das ist eine blöde Kuh. Ich habe Angst, den Pfeil zu fahren, weil ich weiß, wie teuer die sind. Nein! Ich dachte, ihr bekriegt euch jetzt. Oh, jetzt hat er den. Oh. Ich gehe jetzt wieder hier rein. Fertig. Wird mir zu anstrengend mit denen da draußen, ey. Die haben kein Wasser am Topf, ne? Nein, haben wir nicht. Oh. Scheinbar haben die hier schon ein bisschen was kaputt gemacht. Was natürlich gar nicht gut ist. Jetzt hört doch mal auf damit. Na, kommt rein oder geht raus? Sucht's euch aus, Mann. Hallo? Was ist denn besser? Hallo? Hä? Ist der schon tot? Nein, er lebt noch. Aber irgendwie steckt er hier in unserem Boden fest. Was ich persönlich jetzt auch gar nicht so cool finde. Hä? Das ist ja cool. Man kann damit jetzt hochklettern. Das ging früher aber nicht. Hä? Ich bin gerade so vollkommen überfordert einfach. Ich mache hier erstmal die Wände wieder ganz. Dann sammle ich mal ein paar Federn. Und wie kann ich? Wieso geht denn das nicht mehr? Das ist doch voll bescheuert, wenn das nicht mehr geht. Dann wahrscheinlich zu einfach oder so für den Spieler. Bevor ich hier jetzt rausgehe, mache ich mir noch mal ein paar Skins um die Haut. So, dann machen wir mal das Feuerzeug an. Nein, du sollst das Feuerzeug anmachen und kombinieren. Das geht nicht, schade. Kombinieren die mal. Und dann trauen wir uns mal. Ist das nur einer? Den könnten wir sogar hinkriegen. Ist er down? Ich will gar nicht down sagen. Ich sag jetzt nicht, was ich denke. Das wäre, glaube ich, zu fies. Da ist eine Feder.
Scheiße, 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 scheiße. Lauf doch. Oh, Junge. Lass mich meine sicheren vier Wände. Es ist etwas gefährlicher da draußen, als ich vielleicht am Anfang angenommen habe. Deswegen wollte ich übrigens das Baumhaus haben, weil man von da nämlich relativ gut mit einem Bogen runterschießen kann. Hier kann man ja leider nicht hindurchschießen. Entschuldigung. Es ist manchmal wirklich sehr belastend. Ich will nichts kaufen. Jetzt kriegen wir das Feuerzeug wieder nicht aus. Es ist einfach. Okay, wenn wir das Funkgerät auswählen, dann funktioniert das sogar. Oh, wir können ja durchschlagen. Das ist natürlich ganz cool. Aber du sollst nicht hier das Bock abbauen. So. Kriegt ihr alle ein bisschen was ab? Das hier baue ich mal wieder schnell ganz. Es ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussehen mag. Hier, Freunde? Naja, hatten wir ja schon oft das Thema. Freundschaften schließen unter Kannibalen. Ist das möglich? Ich war ja immer ein Vertreter dafür. Viele sind bestimmt dagegen. Na los, komm noch rein. Hallo? Was willst du denn, hä? Willst du schmusen? Ist hier wieder ein Massaker. Vor allem so sinnlos. Ich wollte eigentlich Freundschaft schließen. Nur die ja irgendwie nicht. Wie auch immer der da gerade auf dem Baum sitzt, der gar nicht mehr existiert. Ist mir auch ein Rätsel. Vor allen Dingen, warum treffe ich den denn nicht? Ich verstehe das nicht. Hä? Jetzt rennt er auch noch weg, ey. Wie blöd muss man sein? Stell dich deinem Schicksal. Alter, es ist hier irgendwie gerade echt nicht so schön. Ah, cool, jetzt können wir die mitnehmen. Na, endlich. Wenigstens hat mal einer getroffen von den gefühlten 100. Dann gehe ich halt wieder in mein Haus rein hier. Was ist denn hier los? Wieso zerfällt das immer alles? Warum? Jetzt ist dieses... Oh. Ist das jetzt irgendwie so... Seit dem Update immer so, dass irgendwie die ganzen Sachen zerfallen? Das finde ich irgendwie nicht so cool. Es passiert jetzt schon so richtig oft, dass hier einfach die kompletten Sachen irgendwie zerfliegen. Jetzt haben wir nämlich gar kein Licht mehr hier. Na super. Schweige denn Wasser. Der Alte ist immer noch da. Der ist weg. Na komm, was ist denn los, hä? Hallöle. War es das mit dem? Okay. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich erstmal unsere Ruhe. Das war jetzt auch mal... ein frohes Schlachtfest, wenn ich das mal so behaupten darf. Metzgerei Paula hat wieder abgesahnt. Hier sind noch ein paar Steinchen. Ich suche aber keine Steine, ich suche im Moment nur Stickies. Steine haben wir so oder so eigentlich immer zu viel, habe ich das Gefühl.
Das war nicht nah genug dran. So, müssten wir langsam auch mal wieder ein paar mehr haben. Dann mache ich erstmal das. Erstmal die Lichter, beziehungsweise das Feuer. So, und drin das Feuer, damit wir was zu essen haben. So. Und jetzt hier das Baumhaus. Das wird zwar irgendwie gefühlt, wird das Ewigkeiten dauern, ehe das mal ansatzweise so weit ist, dass man da einziehen kann. Aber es wird sich lohnen, denke ich. Besonders wird sich lohnen, wenn ich herausgefunden habe, wie man Feuerpfeile macht. Früher war das einfach anzünden, wie mit der Axt jetzt. Heute keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Noch mehr Steine. Jetzt haben wir zu viele Stickies. Na toll. Wer hätte was anderes erwartet? Ich ehrlich gesagt nicht. Mir war das von vornherein klar. So. Und dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viele. Ich glaube, es war bloß noch einer, aber ich will trotzdem noch mal welche vorrätig sammeln. Sonst dauert das wieder so lange, wenn wir das nächste Mal was bauen möchten. So haben wir was auf Vorrat. Und auf Vorrat finde ich ganz gut. Ach so, wir brauchen gar keine mehr. Noch besser. Okay. Dann könnten wir fast nochmal, wenn wir so viele Sticks jetzt haben. Obwohl, nein, das spare ich mir jetzt einfach mal. Nein. Ah. Dann mache ich jetzt mal. Obwohl, nein, ich glaube, ich lasse das nicht. Ah, ich mach's jetzt. Nee, ich lasse es. Ah, ich mach's. Ich lasse es so. Ich lasse es jetzt einfach an. Hier habe ich vorhin gesehen, dass wir mittlerweile futtern können. So. Das ist ganz gut. Scheinbar sind da sehr. Das ist wirklich sehr scheiße, finde ich. Außerdem, es ist zwar, ja, es ist realistisch, aber so irgendwie, so kannst du hier wirklich gar nichts mehr genießen, wenn es irgendwie länger als 3 Tage da ist. Das ist so ein bisschen schwierig. 29 Baumstämme, da stehen 46. Ich weiß gar nicht, wo wir noch so viele Baumstämme sammeln müssen. Ist das noch wegen der Mauer da, die wir drüben gebaut haben, wo uns dann auch so viele Ureinwohner und Kannibalen angegriffen haben? Daran kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Rundherum, um den Baum, rundherum, um den Baum. So. Die Baumstämme. 29 Baumstämme sind eigentlich wirklich nicht viel dafür, dass das so riesig aussieht. Hatte da eine GoPro am Kopf? Es sieht so aus. Kaum sehen wir den Baumstamm, kriegt er Angst und läuft für uns weg. Aber keine Chance, der wird auch eingearbeitet in unser kleines, aber feines Kunstwerk. Vor allen Dingen, wenn der hier solche Dinger baut, der hat ja keine Nägel oder Schrauben oder sowas, ne? Das macht er alles nur mit Spucke. Mit Spucke und Rotze. Das ist die einzigste Möglichkeit. Ja, der hat Ahnung. Der hat Ahnung, wie diese Rotze richtig klebt. Es ist schon fast ein Kunstwerk, würde ich behaupten. Und dahin sind Ureinwohner und wir kriegen. Ach doch, mit Kuh kriegen wir das aus. Wo sind sie? Ich denke, das ist noch in einer akzeptablen Umgebung, solange die jetzt nicht noch näher kommen, sollten die uns auch nicht weiter stören. Ich lasse jetzt einfach mal das Licht aus. Dadurch ist es natürlich etwas gruseliger. Ich wünschte, wir hätten etwas schöne Begleitmusik, die uns, ich sag mal, unterstützt.
Das war, glaube ich, ein Vogel. Das war, glaube ich, kein Vogel. Oder doch? Ich glaube, ich sehe langsam Gespenster, sagte er und hörte auf einmal einen Kannibalen.